willkommen bei Kane HD und zur 75. Folge von unserem Neverwinter Let's Play. Ja, und wir sind immer noch an der Küste der Ertrunkenen und haben hier so einige Quests noch zu erledigen. Und es wir sind auf dem Zeit, Endspurt zu Level 70 und es ist immer noch, denn ja, ich habe diese Folgen so ein paar Tage vorproduziert, um einfach dieses Doppelerfahrungsevent auszunutzen. Und deswegen ist immer noch 16 Stunden 32 Minuten das Doppelerfahrungsevent hier. So, und wo geht's hier weiter? Und zwar haben wir hier noch einiges zu erledigen. Schauen wir mal, was hier alles markiert ist oder nicht markiert ist, wieder mal. Wir haben hier optional noch diese 200 Gegner zu erledigen. Haben wir schon fast fertig. Dann haben wir hier diese Berichte und so weiter abholen. Die markieren wir doch direkt mal. Dann haben wir hier optional noch die Begegnung, heldenhaften Begegnung. Haben wir schon eine geschafft, brauchen wir noch zwei. Und wir haben hier die grünen Vetteln noch, die wir töten sollen. Da haben wir 8 von 12. So, und ich würde sagen, wir legen direkt los hier und ja, machen diese Quest, dass wir hier mit dem Dafferin sprechen. Genau, und schauen wir mal, ob wir dabei vielleicht auch wieder ein paar Vetteln vielleicht noch finden. Weil die sind ja hier auf dem Weg quasi. Oder in dem Gebiet zumindest. Und ja, hier oben ist der erste, mit dem wir sprechen sollen. Und es gibt unendlich viele dieser Verrückten und ihrer Lakaien. So, genau, Langrig, okay. Langrig hat mich geschickt, um euch eure Berichte abzuholen. Eure Bemühungen scheinen die Raubzüge der vernichtenden Woge beeinträchtigt zu haben. Sie haben die Überfälle auf weiter entfernte Gebiete aufgegeben und konzentrieren sich nun auf Wegelagerei und die Verteidigung der Küste um den Brunnen der Freuden. Oh, und ich habe gehört, dass Udo Stonekin wieder begonnen hat, Erze in der Mine Torheit des Goldgräbers auszubauen. Das wird nicht gut für ihn ausgehen, wenn ihr mich fragt. Ich habe alle Einzelheiten in diesem Bericht für Lanrick niedergeschrieben. Ich bin mir sicher, dass er darauf brennt, ihn in die Hände zu bekommen. Ja, bringe ich ihm natürlich. So, und der nächste steht hier und dann steht hier noch einer. Okay. Ja, ist ein bisschen hin und her gelaufen jetzt, ne? Oder gereite, besser gesagt. Denn laufen tun wir ja nicht wirklich. So, und mal gucken, ob wir hier wieder ein paar Vetteln mitfinden. Was haben wir hier? Ja, die hauen wir lieber mal um. Und da hinten stehen dann nämlich, glaube ich, auch schon wieder zwei Vetteln rum. Genau, zwei Stück hier grüne Vetteln. So, dann gehen wir mal lieber raus hier, weil die tun ganz schön weh. Wir sind ja in diesem Gebiet runtergestuft hier auf Level 64, die Gegner Level 62. Das heißt, die tun uns schon ganz schön weh, obwohl wir ja eigentlich Level 69 sind. So, jetzt brauchen wir noch zwei Vetteln und wir haben hier oben wieder eine heldenhafte Begegnung. Und da schauen wir doch mal, ob wir die eventuell gleich mitmachen. Oh oh. Das war blöde, denn wir haben hier natürlich direkt noch die Gruppe von hier unten mitgepult und das war unklug. Das war sehr unklug. Das heißt, wir gucken mal, dass wir die Gruppe einfach weghauen hier. Und weil die tun ganz schön weh da. Die sind nicht ohne. Wie gesagt, 62, wir hier runtergestuft auf 64. Das tut dann weh, wenn man hier nicht aufpasst. So, wie lange geht die heldenhafte Begegnung noch? Müssen wir gleich mal schauen, ob das sich überhaupt noch lohnt, weil diese Begegnung ist nicht schwer und die geht noch 13 Minuten, das sieht gut aus. Das heißt, wir probieren mal, ob wir die hier schaffen.
So. Ja, 3 von 16 haben wir umgehauen hier. So, die nächsten kommen. Und wir müssen hier aufpassen, dass hier die Händler hier quasi nicht kaputt gehen. Und wir haben gerade eben hier Unterstützung bekommen. 2 Spieler oder einer? 2, oder? Sind hier dazugekommen. So, großer Erfolg, perfekt. Das heißt, wir haben hier wieder eine heldenhafte Begegnung abgeschlossen, haben hier elementare Gesamtheit. Okay, was ist das? Plattenschmiede, okay, hier wieder ein Elementarbehälter. Perfekt. Schauen wir mal, was im Behälter drin ist. Und wir haben hier ein Mal der Potenz. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir noch 2 Vetteln. Und den noch, so. Und jetzt haben wir hier noch so ein paar Gegner. Und da unten, da stehen unsere 2 Vetteln noch rum, die wir hier brauchen. Ah, hier haben wir schon. Ach, perfekt. Perfekt, da waren auch 2 Vetteln dabei. Super. Das heißt, oder? Ist das richtig? Nein, haben wir nicht. Das waren diese 200 Gegner, waren das. Das heißt, wir müssen doch diese 2 Vettel noch mit umhauen. Und das machen wir natürlich. Hauen wir die hier noch um. So, die Vettel, die machen hier immer so einen Fernkampf und dann wackelt der ganze Bildschirm. Und jetzt haben wir diese Quest auch abgeschlossen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, hier das Gold noch aufsammeln. Und jetzt müssen wir hier hoch die Berichte abholen. Da gucken wir mal, dass wir vielleicht nicht alles pullen hier. Und wir haben nichts gepullt. Perfekt. Das heißt hier, ja, der Langrig hat mich geschickt, um eure Berichte abzuholen. In der Feste wimmelt es nur so von aquatischen Humanoiden und Kultisten der vernichtenden Woge. Doch ich bin mir nicht sicher, was sie vorhaben. Die meisten scheinen nur darauf zu warten, dass etwas passiert. Oh, und sie haben Waren von allen Händlern gestohlen, die hier durchkamen. Ich habe alles niedergeschrieben, genauso wie es Lenric wollte. Jetzt solltet ihr euch auf den Weg machen, bevor uns der Feind hier entdeckt. Okay, ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, und der nächste steht da hinten. Okay, dazu müssen wir irgendwie hier runter, oder? Und hier rum. Hier stehen auch Gegner, da können wir hier gleich durch. Oh, und hier stehen auch wieder Gegner. Und ich hoffe, die holen uns jetzt hier nicht vom Mount. Hm, das war eine knappe Geschichte. Das war knapp. Wo steht er? Da oben irgendwo. Ah, hier stehen auch wieder ganz paar Gegner. Oh, oh. Ich schau die mal lieber um hier. Hallo, warum machst du nichts? Ja, meinen Heiltrank einwerfen hier. Aus diesem roten Bereich rausgehen. So, und hier steht auch noch einer, der hat hier gerade unseren Sepp umgehauen. Das müssen wir natürlich gleich rächen hier. Und ja,
damit haben wir die Gruppe schon mal platt gemacht. War nicht ganz ohne. Also die haben uns hier ganz schön zugesetzt. Also hier auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht zu viele pullt. Weil das kann schnell in die Hose gehen. Die hauen ja ganz schön rein. Und hier wären auch noch ein paar Vetteln, by the way. Also falls man die noch nicht hat, hier stehen auch noch mal welche rum. So. Heiltränke aufsammeln. Und das ist nüchte. Aber hier steht noch einer, dessen Bericht wir abholen sollen. Der Feind spricht euren Namen mit einem ängstlichen Flüstern. Ja, okay, Berichte abholen. Sprecht leise, mein Freund. Bei dieser Grabstätte wimmelt es nur so von Lacedons. Die Kultisten scheinen ihre Bemühungen zur Erschaffung von untoten Soldaten zu erhöhen. Wahrscheinlich aufgrund der Verluste, die sie erlitten haben. Ich habe alles in diesem Bericht vermerkt. Nun haben sie sich darauf verlegt, Handelskarawanen auszurauben, um an Vorräte zu gelangen. Bitte bringt den Bericht so schnell wie möglich zu Lanrick. Und passt auf euch auf. Wir können es uns nicht leisten, euch zu verlieren. Nee, das können wir auf keinen Fall. Und ja, das werde ich natürlich. Und ja, jetzt müssen wir hier einmal was hinbringen und hier was hinbringen. Das heißt, wir gehen erstmal hier hoch und geben hier so ein bisschen was ab. Ah, und hier reiten wir schon wieder durch so ein Lager durch. Ja, okay, haben wir geschafft. Okay, dann geben wir hier mal ein bisschen was ab. Ja. Hasserfüllte Schrecken. Als Harfner habe ich schon viele schreckliche Bestien gesehen, aber nichts ist so boshaft und grausam wie eine grüne Vettel. Ich danke euch, dass ihr diese Kreaturen erschlagen habt. Ich muss noch einige der Informationen prüfen, die wir von unseren Agenten erhalten haben. In der Zwischenzeit benötigt ein Mann namens Ranulph Camp eure Hilfe. Okay, ja, hier kriegen wir wieder Erfahrungspunkte und hier diese fanatischen Schriften, die brauchen wir wieder für unsere Kampagne. So, und die nächste Quest? Bericht erstatten. Ich bin froh, dass alle Waldläufer noch am Leben sind. Allein das ist meiner Meinung nach schon ein Grund zum Feiern. Nachdem ich diese Berichte durchgegangen bin, werde ich über unser weiteres Vorgehen entscheiden. Es gibt da aber eine Sache, die mir Sorgen bereitet. Udo Stonekins Anwesenheit in den Minen. Denn uns wurde mitgeteilt, dass die Kultisten wieder in die Torheit des Goldgräbers eingedrungen sind. Es hat ganz den Anschein, als hätte Udo Stonekins Gier seine Zwerge in Bedrängnis gebracht. Okay, hier auch wieder Erfahrungspunkte und die Schriften. Und jetzt haben wir hier noch eine Quest abzugeben. Stärke demonstrieren, eine optionale Quest. Ja, und das sind hier diese, ich glaube, diese 200 Gegner, die wir hier gekillt haben. Ihr seid wirklich talentiert. Habt ihr jemals in Erfahrung gezogen, für die Zentarim zu arbeiten? Halt, antwortet mir nicht, zumindest nicht hörbar. Okay, also sie weiß schon, dass wir das nicht wollen. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Es gibt hier immer noch Kultisten. Das bedeutet, dass ihr noch mehr von ihnen erschlagen müsst. 63.000 Erfahrungspunkte, Elementarwasser. Ja, Quest abschließen. Und Übereinkunft mit den Zentarim optional. Und jetzt sollen wir wie viel wieder ja, Streitkräfte besiegen, ne? So, nehmen wir natürlich an. Mal schauen, wie viele das diesmal sind. Wir sind hier noch an der Küste und diesmal brauchen wir 400. Okay, also das wird immer alles höher und höher. Alles klar. So, und hier gibt es eine neue Quest und ich glaube, genau, die kann man entweder hier abgeben oder eben hier dann, ne? So, und diese Kreaturen haben mein ganzes Hab und Gut. Ohne diese Leute hätte ich auch noch das Leben verloren. Oh, okay. Ja, hier gibt es jetzt noch eine neue Quest, beunruhigende Waren. Abenteurer, mein Name ist Ranulph Camp und ich vertrete die Interessen mehrerer Handelsgesellschaften. Oder zumindest habe ich das getan, bis ich in diese missliche Lage geraten bin. Eine Kultistin namens Maelstrom hat einen Angriff auf unsere Karawane angeführt und dabei einen großen Teil unserer Waren geraubt und beinahe alle von uns abgeschlachtet. Ich selbst kam nur knapp mit dem Leben davon. Bitte, ihr müsst die Waren von den Kultisten zurückbeschaffen. Sie waren für jene gedacht, die gegen die vernichtende Woge kämpfen.
Okay, ja, dafür gibt es wieder gute Erfahrungspunkte und den elementarer Langbogen der vernichtenden Woge. Ja, aber den brauchen wir nicht, den wir anhaben. Der ist um einiges besser. Nehmen wir an, diese Quest. Und schauen jetzt mal, unser Erfahrungsbalken ist ja reichlich über die Hälfte. Ja, und wir haben 6.011.844 Erfahrungspunkte und brauchen 6.337.000 Erfahrungspunkte. Das heißt noch reichlich 300.000 Erfahrungspunkte. Das ist noch einiges. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter und gucken mal, ob wir vielleicht hier hinten diese Begegnung mitmachen können. Eine Armee könnte unter den Wellen auf uns warten. Das heißt, hier nochmal raufschauen, alles markiert, sehr gut. Sehr gut. Und wo ist die? Hier in diese Richtung. Und dann müssen wir hier abbiegen. Müssen wir hier abbiegen. Und hier ist jetzt schon die heldenhafte Begegnung. Und die ist, glaube ich, hier in diesem Haus drin. So, und was sollen wir hier machen? Ich weiß es gar nicht. Wir hauen mal alles um, oder? Keine Chance. Der heilt sich gerade hoch hier, das ist richtig doof. Halt. Was sollen wir machen? Wir sollen 12 Leute hier besiegen. Wir haben ja mit 3 Leuten schon ganz schön zu tun. So. Ah, die droppen auch hier unsere Questgegenstände, sehr gut. Und wir sollen 4 von diesen Kollegen hier befreien. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen, glaube ich. Und die hauen auch ganz schön einen raus hier, muss man dazu sagen. Die sind nicht ohne. Wobei die jetzt schöner down gegangen sind. So, wir haben schon 2 und 6, also noch 2 Gruppen. Und ich weiß nicht, inwiefern... So, den haben wir down, den haben wir auch down. Gehen wir mal zurück. Der ist ja hier gefesselt. Sehen wir hier nichts. So, der ist auch down. Das heißt, den hier noch befreien. Und jetzt brauchen wir noch einen zu befreien und 3 Gegner. Und das wird jetzt wahrscheinlich hier irgendwie im Keller sein. 7 Minuten 55 haben wir noch. Das heißt, wir gehen hier mal runter und gucken mal, ob wir die hier unten noch finden. Und hier sind auf jeden Fall noch Gegner. So. Haben wir hier mal unseren Multischuss rein. Und das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die haben wir schon mal down. Jetzt hier noch den Gefangenen retten. Und großer Erfolg. Perfekt. Kriegen hier wieder so ein paar Gegenstände. Machen wir gleich auf hier. Ja. Dunkle Verzauberung, sehr gut. Und haben jetzt natürlich hier auch gleich noch diese optionale Quest abgeschlossen. Und zwar genau die hier. Und dafür gibt es nochmal 35.000 Erfahrungspunkte. So. Und haben für die Quest hier die Handelsbarren. Handwerkswaren, nicht Handelsbarren. Handwerkswaren haben wir natürlich auch gleich noch 2 aufgesammelt. Sehr gut. So, jetzt können wir hier gleich nochmal schnell zurückgehen und hier die Quest abgeben. Die ist hier oben. So, das ist das nächste Lager jetzt hier übrigens. So, die Küste beschützen. Ja, haben wir gut gemacht, ne? Sie fragt uns wieder hier, ob wir für sie arbeiten wollen wahrscheinlich. Nö, ob wir an weiteren Aufgaben interessiert sind. Wir haben es wahrscheinlich schon aufgegeben.
So, und schließt Held nach der Begegnung ab. Genau, also das immer schön wieder mit annehmen und abgeben, wenn ihr das gemacht habt, weil das lohnt sich. Hier kann man immer noch mal richtig schön Erfahrungspunkte sammeln. So, und ja, Handelswaren, wie komme ich aufs Handelswaren? Hier in den kompletten Gebieten, also die droppen hier wahrscheinlich so ziemlich alle Gegner, wie es aussieht. Und ja, schauen wir doch einfach mal, ob wir hier mal ein bisschen was umhauen. Ah, jetzt sollen wir schon 6 heldenhafte Begegnungen machen. Also es wird immer wieder exponentiell mehr. Ich weiß halt nur nicht, ob das so bleibt, ne? Also, ob es dann irgendwann eine Grenze gibt, weil irgendwann sind es ja sonst, keine Ahnung, wie viel 100 Quests, die man hier für die EP dann machen soll, dann lohnt sich das ja eigentlich schon fast nicht mehr. Wobei, wenn man hier auf der Suche nach den Waffen ist, die man hier sich erfarmen kann, dann lohnt sich das schon. So, wir müssen jetzt hier... Was mache ich hier gerade eigentlich? Ich mache auf jeden Fall eine heldenhafte Begegnung, das weiß ich auch, aber... Warum habe ich so komisch gekämpft? Ja, haben wir wieder eine geschafft, ne? So, haben wir wieder so einen Behälter bekommen hier. Steinchen drin, perfekt. So, und weiter geht's. Wir müssen irgendwie, ja, hier hoch so, ne? Das heißt, wir reiten hier lang und machen dann hier mal die Biege. Und hier ist schon wieder eine heldenhafte Begegnung. Ah, hier hinten, genau. Krabbe. Alles klar. So wie es aussieht, haben diese Behälter jetzt irgendwie eine höhere Drop-Chance. Ich weiß auch nicht so recht. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass die damals, wo man diese Waffen sammeln musste, nicht diese Drop-Chance hatten. Also man musste dann wirklich immer die großen heldenhaften Begegnungen machen, um diesen Behälter zu bekommen. Oder ich täusche mich jetzt gerade. Und das sind andere Behälter gewesen, die man dafür braucht dann. Was war das jetzt? Da hat er irgendwie gehangen. Irgendwie macht er schon wieder nicht, was ich an den Tasten drücke. Ja, hängt hier gerade alles so ein kleines bisschen. Ja, jetzt bin ich hier natürlich nicht rausgegangen. Das ist meine selber Schuld, würde ich sagen. Auf jeden Fall haben wir bis jetzt hier noch nichts gedroppt bekommen, was wir hier für die Quest brauchen. Das steht schon mal fest. Okay, so, wir gehen mal weiter und killen einfach mal weiter, ne? So, hier haben wir auf jeden Fall wieder die Waren. Nochmal eine, der hat sich jetzt gerade wieder voll geheilt hier und das ist immer ärgerlich. Das ist immer ärgerlich. Wenn man dann auch nichts hat, womit man ihn unterbrechen könnte oder sowas. Immer doof. So. So, jetzt droppt das aber hier ganz gut, würde ich sagen. Unser Sepp hat hier die Gruppe hier oben gepult. Und den hat es dabei direkt zerrissen. Und ich würde sagen, wir machen mal hier weiter, weil ich glaube, die sind diejenigen, die hier das droppen, was wir brauchen. Jawohl, wieder Handelsbarren. Wie komme ich immer auf Handelsbarren? Verdammte Axt. Handwerkswaren. Mein Gott. Handelswaren. Jetzt, ne? Also, 5-mal berichtigt und trotzdem falsch. So. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Wir haben 8 von 10. Okay.
So, Quest abgeschlossen. Sehr schön. Damit haben wir hier, ja, das wieder alles fertig. Das ist gut. Und können die Quest wieder abgeben. Und die Zeit rennt hier. Das ist ja nicht normal. So. So schnell weg. Ja, hier, das ist auch recht dicht besiedelt alles. Man kann ja gar nicht so richtig den Gegnern ausweichen. Immer aufpassen, dass man hier nicht zu viel pullt und dann abgemountet wird. So, wir haben sie, glaube ich, abgehängt. So, und können jetzt hier diese Quest abgeben. Wenn er mich denn lässt. So. Ja. Beunruhigende Waren. Ich danke euch für eure Hilfe, Abenteurer. Ich verbürge mich dafür, dass diese Waren gegen die Kultisten eingesetzt werden. Doch solange Maelstrom, die Kultistin, die die Angriffe auf die Handelskarawanen anführt, noch lebt, kann sich niemand in diesem Gebiet sicher wähnen. Ich werde versuchen herauszufinden, wo sie und ihre Bande sich verstecken. Währenddessen benötigt Siebenzehe eure Hilfe in Torheit des Goldgräbers. Okay. Ja, Quest abschließen und hier eine neue Quest annehmen. Ja, Torhalt des Goldgräbers. Wie ich soeben erfahren habe, wurden einige von Udo Stonekins Bergarbeitern von den Kultisten gefangen genommen. Anscheinend hat er etwas vorschnell gehandelt und ist nach Torhalt des Goldgräbers zurückgekehrt, noch bevor wir alle Kultisten ausgeschaltet hatten. Es ist offensichtlich, dass der Kult dies ausnutzt, um uns abzulenken. Doch wir dürfen nicht zulassen, dass diese Bergarbeiter versklavt werden. Rettet sie, bevor es zu spät ist. Okay, machen wir. Hier gibt es auch wieder richtig AP. 73.000. Das ist natürlich nicht schlecht. Und ja, würde uns hier wieder um einiges nach vorn bringen. Okay, so, dazu müssen wir hier hinten. Nee, es wird schon wieder nicht angezeigt. Das ist optional. Doch, hier. Betrete Torheit des Goldgräbers. Warum führt er uns hier hinter? Ach, da ist das. Okay. Okay. Ja, das ist ein ganz schöner Weg. Und ich schaue gerade mal. Wir sind bei 27 Minuten angekommen. Das lohnt sich jetzt in dieser Folge natürlich nicht mehr noch zu machen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Da dann allerdings leider nicht mehr mit doppelter Erfahrungspunkte. Schade. Aber wir sind kurz vor Level 70, von daher ist das nicht so schlimm. Wir haben noch Quests ohne Ende. Also da wird es uns nicht knapp. Noch komplette Gebiete und so weiter. Also da haben wir noch richtig viel zu tun. Und ja, für heute sage ich danke fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr mir hier einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, drückt gerne auf den Abonnieren-Button. Jeden Tag um 17 Uhr gibt es hier ein neues Video, meistens aber auch einfach eine neue Folge von Neverwinter. So, und ich sage danke und tschüss, bis morgen.